Leute, willkommen zurück zu Pokémon Uran, wo wir einen Nuklearausbruch erlebt haben und uns jetzt in Sicherheit bringen. Endlich. Hi. Gib das Ticket meinem Matrosenkollegen. Er wird dir alle Informationen geben, die du benötigst. Okay, warum stehst du dann hier? Willkommen zur Tandor Luxus Yacht. Ist das etwa ein Yachtticket? Nun, willkommen an Bord. Ha, ich habe da keine... Oh Gott. Willkommen auf dem Tandor Luxus Cruiser. Ich weiß, du machst dir bestimmt Sorgen wegen dem Notfall an der nuklearen Atomanlage. Aber du kannst dich hier entspannen. Du kannst hier ein Nickerchen machen in deinem eigenen persönlichen Raum und du kannst dich auf dem Schiff umsehen. Viele der anderen Passagiere sind auch Pokémon-Trainer wie du. Ich bin sicher, dass sie sehr interessiert in einen Kampf wären. Das ist ein Kampfschiff. Oh, die Fähre hat den Hafen verlassen. Okay. Das heißt, fürs Erste gibt es keinen von Bord gehen. Zumindest nicht trockenen Fußes. So, die Frage ist, wo ist mein Raum? Jupp. Verzeihung, Miss. Klopf, klopf. Schande. Hey, du bist... Ich meine... natürlich bist du hier. Die nächste Arena ist hier entlang, nicht wahr? Ich habe Kali geschlagen. Es war schwierig, aber meine Pokémon haben ihr Bestes gegeben. Zum Glück. Und ich dachte, ich bin jetzt in den Kampf reingelaufen, weil... Ich hatte noch nicht wirklich ein Pokémon-Center. Und ich habe ein paar sehr angeschlagene Pokémon. Ich glaube, Theo hätte jetzt tatsächlich eine Chance gegen mich. Okay. Kämpfer. Die Frage ist, heilt die Dame da drüben auch? Ich bin mehr ein Bergmensch. Auf einem Boot zu sein, macht mich irgendwie seekrank. Und trotzdem werde ich weiterkämpfen. Verflixt! Heiker Derek. Derek! Warum? Ich wollte doch nur zur Pokémon-Schwester. Ich brauche Heilung, du Dödel. Oh. Es war mir irgendwie klar, dass ich da nicht vorbeikomme. Ein Versuch war es wert. Heil mich! Ich brauche die Energie. Aeroass. Es ist ein Boden-Pokémon, richtig? Metallklaue. Okay, es kann Metallklaue. Aber es ist kein Metalltyp. Ist es Boden? Ist es nicht. Das heißt Gestein? Auch nicht wirklich. Au. Naja, vielleicht habe ich Glück und Leech Seed beendet das Ganze jetzt hat. Oder es bleibt knapp davor stecken. Nee, es ist sogar. Yippie! Tschüss, Modrill! Daryl. Nein, ich werde ihn nicht wechseln. Bin ich wahnsinnig. Leech Seed! Viel Spaß! Das ist definitiv eine Attacke, die ich niemals verlernen darf. Es ist viel zu praktisch und ansonsten geht mir Kamikaze viel zu schnell drauf. Es ist ein defensiv spielendes Pokémon. Metallstein, das heißt, Flug ist nicht effektiv dagegen. Ja, Flug ist nicht effektiv dagegen. Es ist nichts, was Kamikaze hat, effektiv gegen dieses Ding. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Egal, wie mächtig Rückkehr ist. Hör auf, deine Verteidigung zu erhöhen, verflixt. Ach nein, das ist die Geschwindigkeit. Oh, wow. Ich glaube, Leech Seed macht da mehr Schaden. Okay, Metallklaue? Das Spielchen können wir zu zweit machen, Kollege. Oh Gott, er hat alle Vorteile jetzt. Ah.
Okay, Metallklau ist das Einzige, was tatsächlich Schaden anrichtet. Was ich seltsam finde, es ist ein Metalltyp. Wieso macht es normal Schaden? Ein Kampf der Ausdauer. Au. So, yeah. Na, jetzt machst du den kritischen Treffer, wo es nicht mehr notwendig ist, hm? Daryl, schauen wir mal, 26, nope. Leech Seed. Jetzt werden wir gleich mit Metallklaue angreifen. Das ist seine Standardtaktik scheinbar. Erst einmal seine Geschwindigkeit erhöhen, dass er definitiv als erstes angreifen kann. In der Hoffnung, mich zuerst K.O. zu hauen. Tja. Kamikaze mag angeschwächt sein, aber wir haben immer noch einen Trumpf der Igelsamen. Ich frage mich, ob man die irgendwie verstärken kann, diese Wirkung. Wäre sehr angenehm. Und dann ist mir noch was eingefallen. Ich habe jetzt nur 5 Pokémon dabei und ein Ei. Und auf einer Fähre glaube ich nicht, dass ich irgendwo Pokémon von meiner Box holen kann. Das heißt, das dürfte interessant werden. Böp. Tschüss, Daryl. Wie viele? Sind wir fertig? Ha. Oh, mir wird schwindelig. Mir wird schlecht. Meine Tochter hat mir das Fernticket gekauft, damit ich meinen unruhigen Geist beruhigen kann. Es hat nichts gebracht. Ich will nur zurück ans Festland. Halt mich. Hey, nicht wegdrehen. Ich muss sofort von diesem Boot runter, sobald es stehen bleibt. Es könnten Leute verletzt sein von der Verletzung, von dem Chaos, das die Atomanlage verursacht. Wenn ich doch nur so schnell sein könnte wie diese Quick-Claw hier. Mir bringt es nur allerdings nichts. Warum habe ich es also? Yay! Okay. Ich muss los und den armen Leuten helfen, die in die Gefahr sind. Wenn diese Fähren entspannend sein soll, dann ist sie es nicht. Ach, die hält mich gar nicht. Du Nudel! Okay, das heißt, ich habe mich sonst mit ihm geprügelt. Naja, nicht ganz. Quick Claw ist, glaube ich, ein Bonus, dass wir zuerst angreifen können. Medicine, Pokeballs. Ich könnte eigentlich heilen. Werde ich machen müssen, aber ich glaube, wir haben irgendwo in der Nähe. Ah, da. Ein Bett. Leichter, scharfe Klaue, die den Träger zuerst ab und zu als erstes angreifen lässt. Was sehr praktisch ist, wenn man ein sehr langsames Pokémon hat. Ist das mein Raum? Ja, ich kann sogar auf den. Ja. Yay. Okay, meine Pokémon wurden geheilt. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, das heißt, ich könnte jetzt sogar theoretisch hergehen und ein paar Pokémon austauschen, aber mein kleines Ei wird da bleiben. Das kann ich eh nicht. Das kleine Ei kann ich eh nicht auf die Box schicken. Das heißt, ich bin mit 5 Pokémon jetzt gestrandet. Okay, theoretisch könnte ich das Boot jetzt scheinbar schon verlassen. Werde ich aber nicht machen. Okay, ich kann nicht mit dem Zetteln interagieren. Hallo, kleiner Trainer. Ich bin der Kapitän dieses Schiffs. Und ich bin sehr krank. Und wir sind noch nicht mal auf dem Ozean. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Ich habe gehört, dass eine Rückenmassage helfen soll. Könntest du einen alten Kollegen einen Gefallen tun? Hm? Ja, klar. Das klang nach sehr viel Rückenwirbeln einrenken. So viel besser. Hey, warte, du wolltest was?
Ich hab nichts für dich. Verzieh dich. Na, danke auch. Ich glaube, das ist eine Referenz zu einem anderen Pokémon-Spiel, wo der Kapitän auch seekrank ist und du ihm eine Rückenmassage geben sollst. So, das heißt, wir kloppen uns jetzt einfach mal durch alles durch, weil soweit ich das verstanden habe, Fähren sind so für gewöhnlich die Orte, wenn man nicht alles erledigt hat, dann kommt man auch nicht mehr dazu. Ich versuche eine entspannende Kreuzfahrt zu haben, aber ich kann einfach nicht aufhören, über diese Nuklearkatastrophe nachzudenken. Vielleicht wird ein Kampf mich von diesen Gedanken ablenken? Ja, viel Glück bei dem Versuch. Jade. Arrbock. Arriba! Arrbock ist größer als Yoarmann, oder? Versuchen wir es einfach mal. Oh, Crunch, no. Okay. Ja. Es war ein Versuch wert. Au. Okay. Tut nicht viel, aber die Menge macht's. Fünfmal getroffen. Ach ja, das Ei zählt nicht. Das Ei zählt nicht. Das Ei zählt ja gar nicht. Stimmt ja. Wow. Hübsch, hübsch. Tofu-Rang. Nope. Oh Gott. Ja, okay, noch mehr Gift-Pokémon. Stomp. Oh wow. Beat up. Okay, ja. Ich glaube, ich werde Yoarmann wohl auswechseln dürfen, wenn er die Runde überlebt. Body Slam. Okay. Und wechseln wir mal. Wen schicken wir rein? Hörnchen oder Suri? Die haben beide nicht so viel Effekt gegen das Ding, wenn ich das richtig habe. Oder ich könnte Birdo nehmen, wenn er mir nicht gleich kaputt haut. Wir haben noch nie mit Birdo gekämpft. Los, lassen wir ihn mal raus. Okay. Ernsthaft? Die Chancen dafür sind gering. Schaut eigentlich ganz cool aus, das Teil. Hey, das ist ein Gift-Pokémon. Mega Drain, Confuse Ray, Sludge. Ghost. Hey, es hat... Ach ja, das ist verwirren. Nee. Wie jetzt? Oh, das hat auch keinen Effekt? Na toll. Okay, Confuse Ray. Birdo macht keinen guten Eindruck. Ich meine, es hat nicht mal Nuklearattacke, stelle ich gerade fest. Oder? Nee. Es hat all die Nachteile und keinen der Vorteile. Okay. Gut, ich weiß jetzt zumindest, dass Kamikaze auch nicht so viel bringen würde. Hörnchen, du darfst. Spark, Tackle, Quick Attack, stimmt. Spark und das andere hatten alle dieselbe Möglichkeit zu paralysieren, ja. Na dann, versuchen wir es weiter. King Gift habe ich nicht wirklich was Effektives, muss ich gestehen. Okay, er ist paralysiert und ich bin vergiftet. Welcher Statuseffekt ist wohl besser? Also Birdos erster Auftritt war jetzt etwas ernüchternd. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Du hast eins meiner Pokémon platt gehauen. Ich wusste nicht einmal, ich kannte nicht mal irgendjemanden, der dort arbeitet. Warum mache ich mir solche Sorgen? Nuclear Fallout, also der radioaktive Zerfall, der stattfinden kann. Antidot. Poison. Oh ja. Stimmt, ich habe von Hörnchen keine. Okay. Ich bin jetzt zu faul, ins Bett zu kriechen. Böp. Hörnchen, was hast du denn Schönes? Oh. Okay. So, den haben wir, sie haben wir.
Ich wusste, kannte eigentlich niemanden. Okay, da wiederholst du sich. Da ist der Ausgang. Hey, hey! Wo gehst du denn hin? Da fällt mir auf, der Schwarzgurt ist gar nicht zu mir gekommen. Nia. Nia. Okay. Oh, ich bin ein Kampf-Pokémon. Schauen wir mal, ob Beat-Up was bringt. Wahrscheinlich wird Everdeen Warum habe ich nur viermal getroffen? Ist einer K. Ja, Börde ist K.O. Ich habe vergessen, Börde wieder zu beleben. Ah. Ich bin ein schlechtes Pokémon Center. Ich habe ein ganzes Pokémon vergessen. Wrp. Und 27. Palich war das Flug-Pokémon. Also kommt Hörnchen raus. Richtig? Das war der kleine Feuerpapagei? Oh, die Weiterentwicklung davon. Cool. Spark! Der schaut cool aus. Der ist hübsch. Hübsches Vögelchen. Sehr hübsches Vögelchen. Schaut echt cool aus. So kurz wie sein Auftritt auch war. Es sieht sehr hübsch aus. Ich glaube, ich werde mir eins davon schnappen, sobald... Oh mein Gott, ein Smiley. Njo, ich hab verloren. Ich bin hier mit Even. Aber er ist ein richtig großer, lauter Kerl und weigert sich standhaft, seinen Spaß an der Reise zu haben. Ah, okay. So. Ich schätze mal, wenn Azuri seine letzte Entwicklungsstufe erreicht hat, werde ich es gegen Palich austauschen. Ich habe bestimmt noch eine Revive, oder? Ja, da habe ich noch welche. 12 Stück. Birdo? Deine Leistung habe ich jetzt nicht so besonders prickelnd. Ich dachte, dass es zumindest eine Nuklearattacke hat. Das ist irgendwie enttäuschend. Hi. Hi. Wow, ich muss echt schön nah an ihr reingehen. Ich habe nur die stärksten aller Pokémon. Deine Pokémon werden keine Chance vor ihrer Macht haben. Okay. Even. Luna Pup. Oh. Ich weiß immer noch nicht, was Moldbreaker tut. Das macht sowas von... Was? Au. Au. Stopp. 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 Okay. Ja, ich habe zu früh gelacht. Es ist ein Kampf-Pokémon. Warum hat denn Elektro nichts ausrichten können? Wow. Das nenne ich einen harten Schlagabtausch. Barscharf. Nein, Azuri wird nicht ausgewechselt. Es ist ein Schwarzgurt. Wie blöd bin ich eigentlich? Natürlich hat er Kampf-Pokémon. Ich denke, ich brauche ein Handtuch. Nia ist viel zu fröhlich wegen diesen Umständen. Es ist fast schon peinlich. Oh. Hörnchen. Tut mir leid. Luna Papp hat Hörnchen voll zusammengeschlagen. Eieiei. Und heilen. Der Grund, warum ich das Bett nicht nochmal benutze, ist, weil ich nicht weiß, wann wir ankommen oder ob wir schon angekommen sind und ich das Zeug jetzt halt komplett sinnlos verbrate. Was ich eigentlich auch nicht machen will. Oh, hi. Hallo, meine Süße. Ich war auch einmal eine Trainerin. Ah, was für wunderbare Zeiten das waren. Aber jetzt bin ich alt und gebrechlich und ich habe keinen Nutzen mehr für dieses TM. Wirst du gut darauf aufpassen? Klar. Doppelteam. Okay, cool. Ja, das ist der Geist. Der Kampfgeist. Okay.
Doppelteam. Yay. Das Schiff ist eigentlich relativ klein. Ich schätze mal, dass sie einem gesagt haben, dass wenn man versehentlich hier reinrennt, dass man dann erstmal weiß, okay, da ist Theo, aber man wird nicht gleich in einen Kampf geworfen und muss gegen ihn bestehen. So, ich möchte jetzt erstmal was ausprobieren. Ja, es ist okay. Bitte speicher. So, wir gehen jetzt her und werden Theo gewinnen lassen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich noch einen Kampf dazwischen habe. Dementsprechend, es könnte jetzt länger dauern. Aber ich will, glaube ich, mal gegen ihn verlieren. Nachdem ich nicht zurückgeschickt werde in der Zeit, um nochmal gegen ihn anzutreten. Wenn ich gegen ihn verliere, verliere ich gegen ihn. Und das war's dann. Dann geht's weiter. Psi, das ist so doof. Ich bin irgendwie total verängstigt. Warte, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin niemals ängstlich. Ich werde der beste Trainer überhaupt. Trotzdem, Dad, Papa ist stark. Er hat starke Pokémon. Dein Vater ist ein Ranger, richtig? Er hilft dir allen. Das sollte er auch. Ich meine, willst du kämpfen? Ja. Mich interessiert es nicht, was an dem Atomeinlag passiert ist. Gerade jetzt ist alles, was mich interessiert, dass ich dich schlage. Haha, die Musik. Hi, Theo. Daryl. Na, zumindest sind wir auf derselben Stärke. Ich will, dass er mich schlägt. Das heißt, ich sollte hoffen, dass er mich auch besiegen kann. Das ist okay. Der Grund, warum ich gegen ihn verlieren will in diesem Moment... Du brauchst ihn nicht... Greif mich an, Theo! Ich kann nur leider nichts sagen. Hier, ich setze meine Runde aus. Der Grund, warum ich gegen ihn verlieren will, ist, dass ich ihn ein bisschen aufmuntern will. Ich weiß nicht, ob das am Ende irgendwelche Auswirkungen hat auf die Geschichte. Oder ob das dann nur ein Yay, ich habe gewonnen, jetzt geht's mir besser ist. Im Moment, ich meine, es gab eine unterschiedliche Reaktion auch am Anfang vom Spiel. Es gibt einen Unterschied zwischen du gewinnst gegen Theo und du verlierst gegen Theo. Dementsprechend ist er entweder total happy, wenn man ihn in seinem Zuhause besucht. Oder er ist komplett niedergeschlagen. Yay, Rollout. Und in dem Moment, also gerade im Moment würde ich sagen, ist es eher so ein, er sollte definitiv einen kleinen Motivationsschub kriegen, selbst wenn ich dadurch alle meine Pokémon gerade fertig mache. Rollout ist eine Bodenattacke. Und die läuft noch und wird stärker. Das heißt, Azuri kann ich nicht reinschicken. Ich tue jetzt Kamikaze rein, weil wenn mich Rollout trifft, Aerial Ice ist nicht effektiv. Und das ist gerade auf, ich glaube, sein härtester Schlag gerade gewesen. Oder auch nicht. Ich hatte vergessen zu zählen, ab wann das Ding effektiv ist. Gut, Yua Aman, komm rein. Habe ich irgendwas? Stampfer. Solange ich Normalattacken habe, ist alles okay. Ich gebe mein Bestes mit Normalattacken. Ich werde dieses Daryl noch klein kriegen. Irgendwann, vielleicht. Möglicherweise. Als nächstes werde ich dann Birdo reinschicken dürfen. Birdo ist ein Nuklear-Pokémon, weswegen es extra sensibel auf Metall reagiert, wie wir bereits am Atommeiler herausgefunden haben. Das heißt, das ist kein Problem. Es ist irgendwie mindestens genauso anstrengend, gegen Theo zu verlieren, wie zu versuchen, gegen ihn zu gewinnen. So, Birdo. Und dann ist Azuri dran und Azuri ist dann
dürfte dann für Daryl ein Problem sein, aber das ist jetzt Wurst. Confuse Ray. Sludge. Acid. Confuse Ray ist ungefähr das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ja. Birdo ignores orders. Weil es zu stark ist oder weil es ein Nuklear-Pokémon ist? Eins von beiden. Okay. Können wir schon weiter Confuse Ray draufhauen? Ignoriert Orders und benutzt Confuse Ray. Das ist genau das, was ich will, dass du machst. Wieso zählt das als Order ignorieren? Tschüss, Birdo. Okay, Azuri, jetzt bist du dran. Flug ist, glaube ich, nicht effektiv. Das heißt, das dürfte auch kein Problem sein. Mirror Shot. Ja, schauen wir uns zumindest mal irgendein anderes Pokémon an. Was er hat. Okay. Wo hast du Paraudio her? Paraudio? 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 Keine Ahnung. Oh oh. Azuri! No! Azuri! Nein! Böse! Was ist. Chupacho? Oh, er hat noch drei. Eins davon ist. Illitux. Chupacho. Wo war Theo, dass er diese Pokémon hergekriegt hat? Das Dumme ist, dass Roost ist ein Heilangriff, ist einmal heilen für Azuri. Singen könnte ihn zum Schlafen bringen, was den Kampf herausbringt, zieht. Mirror Shot macht mehr Schaden, wenn ich getroffen werde. Azuri ist gerade ein echt großes Problem. Ich habe in dieser Runde keinen Schaden genommen. God damn it. Am Ende mache ich ihn jetzt mit Azuri platt. Am Ende mache ich ihn jetzt nur mit Azuri. Gut, ich bin vergiftet. Das ist okay. Und auch noch schlimm vergiftet. Das ist sehr gut. Eigentlich wäre es nicht gut, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Chupacho hat mit einem KP überlebt. Mach mich fertig. Yay! Ich hab's absichtlich vor. Okay, Azuri hat alleine zwei Pokémon weggebolzt. Ja, ich habe gegen Theo verloren. 1080 für den Gewinner. Das ist okay. Protecting the... ja. What? Warte, Moment. Warte. Ich bin zurück in Beam Beach City. Was? Ich dachte es... Was? What? Ich meine, ich weiß, dass man zum letzten Pokémon-Center eigentlich zurückgesetzt wird, aber ich dachte irgendwie, dass ich jetzt in meinem Bett aufwache, weil das der letzte Ort zum Heilen gewesen ist. Okay. Okay. What? Whoops. Okay. Okay, gut, die Fähre ist noch da. Ich bin gerade durch die ganze Wüste gelaufen, ohne auch nur ein einziges Mal aufgehalten zu werden. Haben wir abgelegt? Last one on the right. Ah, der letzte Raum zu deiner Rechten. Okay. What? Okay, das heißt, ich muss Theo schlagen. Ich habe keine andere Wahl, als Theo zu schlagen. Kampf. Das heißt, ich habe keine... Okay, normalerweise ist es egal, ob ich gewinne oder verliere. Das dürfte sonst keine große Änderung machen, dachte ich. Okay. Ja, gut. Haben wir unten. Da muss ich jetzt dich leider platt machen, Theo. Tut mir leid, Theo. Er hatte... Okay. Geil.
Low Kick, bitte. Da mache ich mir die ganze Arbeit, gegen ihn zu verlieren und dann sowas. Es ist ein Gift-Pokémon. Kritischer Treffer, ich bin vergiftet. Oh hey, das ist nicht mal effektiv, interessant. Beat up. Nur viermal getroffen? Ah. Nee, warte. Ja doch, eins meiner Pokémon ist schon wieder K.O. Nee. Warum habe ich noch viermal getroffen? Stampfer. Bam. Ah, die ganze Arbeit für umsonst. Ja. So. Chemikal. Ach, das war das, was ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Ja, ich möchte wechseln. Chemikal, 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 Chemikal war... Egal, Hörnchen. Du bist dran. Ich glaube, das hat er erst... Hat er das letzte Mal schon? Meine Geschwindigkeit ist gefallen. Noch ein Gift-Pokémon? Warum haben jetzt alle Trainer in meiner Umgebung Gift-Pokémons? Das ist eine kleine Chimäre. Geschwindigkeit fällt und Attacke steigt. Und Verteidigung steigt. Au. Oh. Hör auf, mich zu vergiften! Ich bin doch schon vergiftet! So, oh, jetzt ein kritischer Treffer. Yay, oh Gott. Verflixt. Juhu, Hörnchen! Ich weiß nicht, wer als nächstes rauskommt. Azuri hatte fast alle platt gemacht gehabt das letzte Mal. Paraudio. War es Aircutter oder war es... Oder war es Mirror Shot? Special Attack Fail. Mirror Shot, richtig? Das ist egal. Psybeam. Okay. Ich find's cool, dass Azuri auch Metall hat. Eletruxo. Nicht Eletux, sondern Eletruxo. Warte, sein Pokémon hat sich bereits entwickelt. Ja, ich möchte gerne wechseln zu Kamikaze. Wie heftig ist sein Pokémon? Ich muss allein schon deswegen wechseln, weil es Donner mit drin hat. Ah, cool. Nicht sieht. Sehr schön. Yeah, und hochheilen. Ich habe nur leider keine Pflanzattacke. Rückkehr. Es ist Blitz und Wasser. Static. Yay. Yeah. Es hätte ein Problem, wenn ich Giga Drain hätte. Aerial Ace. Nope. Nope. Großes Nope auf beiden Seiten. Ist das jetzt schon sein letztes Pokémon? Ja, ist es. Metallklaue. Ich kann mir ums Verrecken nicht merken, was tatsächlich dagegen hilft. Metallklaue. Komm schon. Okay. Wow. Leech Seed macht das Rennen. Da war ich mit Rückkehr eigentlich schon korrekt. Bop.
Und viel Erfahrung. So. Nein, das ist nicht fair. Ja, ich krieg sogar ein bisschen mehr zurück, als ich dir gegeben hab. Es ist nur... Ich dachte... Dad ist in Schwierigkeiten. Und ich kann nicht mal einen Kampf gewinnen, obwohl ich mein Bestes gebe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nicht reden. Lass mich allein. Ding Dong! Das Tandor-Luxus, die Tandor-Luxusfähre hat ihren Zielort an Route 8 erreicht. Die Weizenfelder. Nee, lassen Sie sich ruhig Zeit, von Bord zu gehen. Vielen Dank und kommen Sie bald wieder. Okay. Au, 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 au. Vergiftet. Yay, so, so. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich gegen Theo verlieren kann und es mich nicht zurück ins Pokémon Center schickt. Okay. Tja. Falsch gedacht. Falsch gedenkt. Tja. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt das gesamte Boot abgegrast. Ja, es ist kein so großes Schiff. Aber es macht nichts. Tschüssi. Bist du bereit, von Bord zu gehen? Yep. Wir hoffen, dass du deinen Aufenthalt hier genossen hast. Und sie sind verpufft. Das ist ein Geisterschiff. Oh, die Musik ist toll. Bop, 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 bop. Bop, bop. Weizenfelder, Wienerville Town. Ich mache mir Sorgen um meine Kameraden, die in Beale Beach City Atommeiler sind. Aber ich wurde hier stationiert, um sicherzugehen, dass die Atomanlage nord von hier sicher bleibt. Oh Gott, da ist noch eine. Boah, bist du ein echter Pokémon-Trainer? Schau, ich habe hier das hier in den Büschen gefunden. Es könnte nützlich sein. Miracle Seed! Das ist für Pflanzenattacken, richtig? Medizin, Items, Miracle Seed. Miracle Seed. Seed imbued with life that ups the power of grass type. Yep. Es erhöht Grasattacken. Da, jetzt kriegst du Miracle Seed. Kannst du es halten? Kannst du deinen Spaß damit haben? Apfelbäume! 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 Ah. Oh. Eine Apfelplantage, cool. Und Weizen. Weizenfelder. Das heißt, hier gibt's Voltilam. Reap, mal Reap. Ultraball. Mal Reap. Ein Voltilam. Trainertipps. Wenn du fischst, brauchst du viel Geduld und schnelle Reflexe. Warte, bis die Nachricht, oh, etwas hat angebissen, auftaucht, dann hole es erst ein. Warte, ist das ein Fischerhäuschen? Nein, das ist ein... Bist du ein Angler? Oi! Oi, Kumpen! Sportfreund, du siehst aus, als ob du der Typ fürs Fischen wärst. Ich sehe dieses Glitzern in deinem Auge. Genau da! Dieses Glitzern! Diese Hoffnung! Juhu! Du siehst aus, als ob du die Art von Person wäre, die bereit ist, sich hinzusetzen und für Stunden zu warten, bis irgendetwas beißt. Habe ich recht? Ja. Gutes Kind. Yay, wir haben eine gute Angel. Wir haben eine gute Angel. Key Items, Coin Case, Good Rod. Und er geht weg. Yay, ich habe ein Pokémon. Es ist ein Carpador. Hey, Level 15 zumindest. Tschüssi. Ich habe schon ein cooles Garados gefangen. Geil, 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 geil. Hallo. Ach, du armer Trainer. Du musst komplett fertig sein von all deinen Abenteuern. Hier, erhol dich, solange du möchtest. Pokémon Center.
indirekt das Pokémon Center. Habe eine sichere Reise, Süße. Oh, und du kannst den Computer dort drüben benutzen, um nach deinen Pokémon zu sehen, wenn du möchtest. Die alte Dame ist so gastfreundschaftlich, das ist der Wahnsinn. Die Leute sind nett. Nun gut. Weizenfelder. So, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich war überrascht mit Theos Kampf. Und ja, wir werden die Weizenfelder das nächste Mal nach neuen Pokémon durchgrasen und vielleicht den ein oder anderen verrückten Trainer finden. Vielleicht finden wir auch einen Voltilam. Ich meine, es kriegt schon da unten eins rum. Gut, also dann, bis zum nächsten Mal zu Pokémon Oran. Habt einen schönen Tag oder Abend. Also dann, bye!